Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf. Wir spielen mal wieder ein bisschen Hearthstone. Und letzte Folge, war das letzte Folge? Ich glaube, das war letzte Folge. Da habe ich ja den Mech-Mage gespielt und wollte eigentlich mit dem auf Level 14 kommen. Das haben wir aber nicht geschafft. Und deswegen haben wir jetzt einfach mal hart noch eine Folge Mech-Mage. Lalala. Ich weiß, viele von euch finden das scheiße und so. Da müssen wir jetzt aber durch, Leute. Da müssen wir jetzt fucking durch. Denn ich mag das Deck. Und so ist das Leben manchmal. Die Folge hier wird ein bisschen kürzer. Das tut mir wahnsinnig leid, aber Zeitlichkeiten machen es quasi unmöglich, dass diese Folge hier länger wird als, ich glaube, 15 bis 20 Minuten. Irgendwie sowas. Wir müssen mal schauen. Okay? Nehmen wir die mal weg. Die anderen beiden sind ganz gute Anfangs... Ah, fuck. Oh, shit. Oh, Wadza. Das ist ein polnisches Wort. Ich weiß aber nicht mehr, was das heißt. Wadza. Muss ich es jetzt googeln? Ja, ne? Ich kann ja nicht, ohne zu wissen, was das heißt, gegen diese Person spielen. Was heißt denn das nochmal? Warte. Wadzapierceni ist der... Oh, fuck. Herr der Ringe. Heißt Wadzapierceni. Dann heißt es irgendwie Herr oder so. Der Herr. Okay. Wenn du das meinst... Finde ich in Ordnung. Können wir so machen. So, eigentlich müsste ich jetzt was essen, aber ein bisschen Madetee tut's ja auch, ne? Ha, komisch. Das hätte ich jetzt, glaube ich, nicht gespielt. Aber nun gut. Jetzt müssen wir so einen ausspielen, weil noch so ein Ding Augenring, weil das Ding ist ja schon draußen, unser Mirror Entity, und wir haben ja keine anderen... Geheimnisse in diesem Deck. Ich habe schon überlegt, ob wir das mal anpassen sollen, damit die Gegner quasi nicht schon von vornherein wissen, was wir da spielen. Also, dass wir so ein paar überraschende Sachen machen. Wie zum Beispiel, ich habe mal einen Mech-Mage gesehen, der Blizzard gespielt hat. Oder wir nehmen gleich Flamestrike mit. Und oder vielleicht noch, und das ist ja auch gar nicht so unüblich bei Mech-Mages, vielleicht noch ein anderes Geheimnis mitnehmen. Das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. So, Digga, was hast du denn jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Das war interessant, ne? Weil wenn er jetzt gleich irgendwie, wenn die gleich verletzt ist und er sie heilt, dann kriegen wir ja auch eine Karte, ne? Puh, er gibt ihr mehr Leben. Das finde ich jetzt so mittelgut, ne? Ja, spielen wir jetzt einen Blast Mage? Ich meine, der kann höchstens 4 da reintreffen und dann müssten wir hier finishen. Aber was ist, wenn er... Also, warte mal, er muss 3 von seinen 4 müssten bei ihr reingehen. Und das ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich, oder? Das ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich würde sagen, wir spielen noch einen Taunt. Und vielleicht den Kollegen hier. Das ist jetzt natürlich so eine Sache, ne? Das war jetzt auch, glaube ich, gar nicht so schlau. Aber mal gucken, wir könnten ja jetzt Sachen machen, eventuell. Well played, weil was? Weil du jetzt eine... Weil was? Ein Pyromancer? What the fuck? Will er jetzt... Okay. Aber da sind doch nur die Schilder weg. War das jetzt sein Plan? Heilen kann er ja jetzt eh nicht. Oder doch? Er wird jetzt heilen. Das heißt... Ah, jetzt sehe ich aber keine Karte. Schade. Ja, jetzt... Okay, jetzt... Jetzt raff ich erst. Jetzt raff ich erst, warum er das so gemacht hat. Ja, okay. Ja, okay. Da sie eh verletzt ist, come on. YOLO, 5-4er auf dem Board. Jetzt geht natürlich... Ah! Shit. Okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Trotzdem, 5-4er auf dem Board. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Sie müsste dann auch gleich drauf gehen. Und dann brauchen wir noch einen Plan, was wir als nächstes spielen. Vielleicht die Combo mit Scientist, Palted, Shredder. Es liegt mir gerade so ein bisschen auf der Zunge. Ja, da wird hart geheilt. Sie stirbt trotzdem gleich. Ich möchte nämlich, dass sie tot ist. Er zieht viel zu viele Karten durch sie. Das ist schon mal Problem Nummer 1 hier. Schon mal Problem Nummer 1. So, Digga. Ich weiß, du wirst ihn jetzt töten, ist mir scheißegal. Und wir spielen die Kombo, die ich eben schon erwähnt habe. Zack, zack. Es gibt keine Combo. Es sind einfach nur 2 Minions, die man nebeneinander haut. Oh, ich habe eine neue Combo ausgedacht. Guck mal, die macht voll geile Sachen. Die ist so, als wenn du 2 Minions auf dem Board hättest. Wow. Okay.
Ja, wir gehen davon aus, dass der 5-3er stirbt, egal wie oder mal gucken wie. Warum macht er das? Ah, okay, das ist jetzt natürlich... Da hat er jetzt ganz gut drumherum gespielt. Dass ich jetzt dieses Geheimnis da quasi nicht aktiviere. Das war schlau. Das war schlau, Kollege. Du machst das hier nicht zum ersten Mal. Und ich behaupte, wir haben jetzt schon verloren, weil er einfach viel zu viele Karten hat. Warum hat er den jetzt am Leben gelassen? Komisch, komisch, popomisch. Denn wir machen natürlich sowas. Und wir machen noch sowas. Was wir, glaube ich, nicht machen, ist den hier spielen, weil er gleich eine Nova raushaut oder so ein Shit. Ich sehe das doch schon kommen. Wir brauchen einfach, auch wenn er dann auch nicht viel bringt, wenn das ganze andere Board weg ist, will ich ihn doch gerne noch auf der Hand behalten, für Eventualitäten. Schauen wir mal. Wieso hat er den 5-1er nicht genatzt? Der hat doch irgendwas sich überlegt. Jetzt klaut er noch Karten und spielt irgendwas Geklautes. Das sehe ich doch auch schon kommen. Digga! Geh mir nicht auf den Sack. Okay, den hat er geklaut. Das ist meiner. Alter! Die beiden hast du gezogen von mir? Das ist nicht dein fucking Ernst. Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst. Oh, okay, wir behalten das Board, indem wir sowas machen. Und spielen den hier nicht. Wir spielen um den Mind Control Tag herum, den er wahrscheinlich auf der Hand hat. Da gehe ich jetzt mal ganz fest von aus. Da bin ich mir fast sicher. Und dann schauen wir mal. Ich meine, Kacke sieht's nicht aus. Er hat halt saumäßig viele Karten. Okay. Was? Ja, hallo? Nee, was ist denn? Was hast du vor? Okay. Er heilt sich. Das ist überhaupt nicht cool. Spielt noch so eine Dreckskartenziehkarte und gibt ihr Taunt. Das hättest du nicht machen müssen. Die hätte ich sowieso angegriffen, Digga. Das sei jetzt nun mal an dieser Stelle erwähnt. Oh, okay. Oder so. Machen wir es jetzt so, oder? Hm. Oder brauchen wir die Karte für was anderes? Ach, come on. Und ich spiele mal den hier. Und wie gesagt, immer noch keine 4 Minions, falls er Mind Control Tag auf der Hand hat, wovon ich ganz fest ausgehe. Ganz, ganz fest ausgehe. Wenn er sich jetzt hochhält, hat er 9 Leben. Dann haben wir jetzt 5. Das sind 8. Mit der Heldenkraft wäre es das dann gewesen. Aber er hat ja garantiert irgendwas noch, um meine Minions hier wegzuhauen. Und oder ein Taunt oder vielleicht irgendwelche Heilung. Ja. Er heilt. Oh, shit. Okay. Das ist ein Problem in der heutigen Gesellschaft. Face. Oder clear. Face oder clear. Face oder clear. Oder ein Bier. Face. Bitch. Oh, ich hätte noch mehr Angriff draufhauen können. Ist egal. Es ist egal. Wir gucken mal, was er jetzt tun möchte. Wenn er jetzt ein Mind Control hat, wovon ich ausgehe, dann kann er hier echt Sachen machen, ne? Wobei... Wenn das jetzt das Einzige ist, was er spielt, ist er tot. Dann ist er kapeißer, egal was er macht. Egal welchen Minion er tötet, er ist dann tot. Mein Freund. Deswegen solltest du jetzt auf jeden Fall entweder einen Taunt haben oder dich hart hochheilen können mit einem... Okay, okay, wir gucken mal. Kleinen Moment. Ja, das... Tauntet er die beide? What? Oh mein Gott. Er hat das Board geklärt. Und wie? Und er hat 7 Leben. Alter. Ich war mir schon so sicher, dass ich gewonnen habe. Oh nein. Oh. Und jetzt die hier spielen ist auch so minder sinnvoll. Aber wir müssen es tun. Wenn ich den jetzt auf 4 runterhaue, dann kann er den auf 6 hochhauen. Bringt mir gar nichts. Wir gehen aufs Gesicht. Scheiße. Okay, und jetzt ist der Punkt angekommen, wo er mich nämlich weghackt. Und zwar hart. Weil die beiden kann er jetzt immer wieder hochheilen. Er kann sie vertaunten. Er hat auch noch einen Profit fucking... Oh, shit. Was? Er ver... Nein! Oh, Gott. Warte mal, verdoppelt er nicht Heilkräfte? Double the damage and healing. Der healt doch um 3, oder nicht? Hat er sich nicht gerade um 3 geheilt? Das ist nur vom Helden ausgehend, oder was? Das prangere ich an, Digga. Das prangere ich an. So.
Tja. Kogge, ne? Immerhin werden wir die beiden los. Aber ob das jetzt so viel hilft. Wenn wir jetzt einen Antonidas ziehen würden. Jetzt mal rein hypothetisch. Dann wäre das sehr gut. Ist das eigentlich immer noch das erste Match, was wir machen in dieser Folge? Ich glaube ja. Geht ganz schön lange, ne? Aber ich habe noch mehr Karten. Das bringt mir nichts. Ja, mit seinem 7-7er auf dem Board, den ich jetzt nicht wegkriege. Ja, kacke. 7, 9, 11. Habe ich richtig gerechnet? Ja. Eigentlich müsste ich jetzt hier einen Freeze rausziehen. Eigentlich müsste ich ihn selber töten, aber nein. Ah, shit. Bra, shit, bra. Er macht 10 Schaden. Hat er noch 6 irgendwie auf der Hand? Ah, ich glaube, jetzt habe ich verloren, weil er macht jetzt halt die 10 Schaden und dann muss er nächste Runde nur noch 6 machen. Und... Das ist so herrlich. Es ist so herrlich. Es ist sehr schön. Ich kann nichts machen. Ich kann gar nichts machen. Well played, Monsieur. Ich kann nichts machen. Bombe. Aua. Taunt würde auch nichts bringen, ne? Nope. Well played, bitch. Ich muss aufgeben. So, ein Match machen wir noch. Wie war das mit dem Aufsteigen auf Level, auf Rang 14? Es ist doch kacke. Und wir hatten echt nicht mehr so, obwohl wir hatten, glaube ich, noch 14 Karten im Deck, ne? Okay. Da ist das auch in Ordnung, weil das wir nicht Antonidas ziehen. Es ist okay. Diesmal würde ich nur gerne besser spielen, um meinen Gegner besser zu kapeißern. Ist das etwas, wo wir uns einig werden können drüber? Ich hoffe doch. Let the hunt begin. Okay, we go first. That is not good. Oh, hallo, Archmage Antonidas. Na, wo warst du denn die ganze letzte Runde? Nacken. Ist okay. Ich will dich jetzt nicht anschreien. Alles ist gut. La la la, wenn du es im Team machst. Alles ist awesome. Da, da, da. Der Song ging so ungefähr, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So, aber jetzt gewinnen bitte. Und das ist doch schon wieder Face Hunter. Immer wenn ich einen Hunter sehe, kriege ich echt das kalte Kotzen, ne? Und Durchfall bis nach Australien, Digga. Das finde ich nicht gut. Ich finde, da muss was getan werden. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Andere Leute sagen, pff, ist doch gar kein Problem, so ein Face Hunter. Ich sage, doch. Es ist ein Problem in der heutigen Gesellschaft. Der Face Hunter. Was hast du dir dabei eigentlich gedacht? War doch klar, dass der stirbt. Hätte ich nicht gespielt. Hätte ich mir aufbewahrt. Gut, ich habe jetzt zwar 2 Mana ausgegeben dafür, aber trotzdem, ich behalte hier den. Jetzt musst du. Oh. Ich hab nix gesagt. Schwing mein Ding, Digga. 4-4 auf dem Board. Was hast du dazu? Wir haben hier noch die wunderschönen, die wunderbaren 1-Mana-Zauber, die wir dann gerne mit Archmage Antonidas so ein bisschen kombinieren möchten. Aktuell sieht es hier ein bisschen kacke aus. Wenn wir 2 spielen, kostet 3. Das ist noch immer zu viel. Wir machen Ditte hier. Und dann Ditte hier aber, ne? So was. Ich glaube, es kommt gar nicht erst zu dem Antonidas Einsatz. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber es ist, man muss vielleicht damit leben. Weil entweder ich vorher sterbe oder er. Hand ist Mark. Okay, cool. Das bedeutet, das ist definitiv ein Explosive Trap. Und das ärgert mich gerade ein bisschen. Weil er eben noch überlebt hätte und ich dachte mir so, hä, wieso macht er das? Jetzt weiß ich warum und dann bringt uns das jetzt auch nichts. Hätten wir 2 davon, wäre alles richtig geil gewesen. Oh mein Gott, ist nicht alles geil. Ja, komm, hau raus, deine scheiß Explosive Trap, Alter. Ist mir doch egal. Okay, und dann?
Schlingeding, bing, bingeding, ding. Und Face. Come on. Come on. Und dann ist nur noch die Frage, wollen wir den gleich spielen auf Runde 7 und hoffen, dass er überlebt? Oder wollen wir den spielen und dann schon mal zumindest einen Zauber wirken in Runde 8? Oh nein, die Hunde! Oh, ich habe eben noch so überlegt. Ach komm, was soll's? Spielst du den auch noch? Weil ich nicht über die Hunde nachgedacht habe. Das passiert mir viel zu häufig in meinem Leben. Ja, und das ist jetzt auch kacke gelaufen, ne? Zum Glück haben wir den hier auf dem Board. Und können hier sowas machen. Jetzt bitte mal schön alle Hunde natzen. Das waren nicht alle Hunde. Das prangere ich an, aber dann lassen wir das halt so. Und im Moment ist es noch alles in Ordnung. Was hat er denn für einen krassen Removal, dass er vielleicht Antonio das weghauen könnte? Er hat wahrscheinlich Fass bzw. Kill Command dabei. Vielleicht hat er Deadly Shot, aber das wäre jetzt bei 3 Minions auf dem Board nicht so das Problem für mich. Behaupte ich jetzt mal. Das ist eine 33%ige Chance, dass er ihn trotzdem dann trifft. Mal gucken. Mal gucken. Erstmal räumen wir hier auf. Weg damit. Und wir spielen jetzt. Wir spielen ihn jetzt und hoffen, dass er überlebt. Eine Runde. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Okay, ein Golem. Geht ins Gesicht, nehme ich an. Wir kriegen mehr Mana. Das ist ganz geil, weil dann können wir mehr kleine Zauberchen spielen. Okay, der Quickshot gefällt mir überhaupt nicht. Der gefällt mir überhaupt nicht. Was kommt jetzt? Noch ein Quickshot und er zieht eine Karte. Okay. Oh oh. Aber wir haben ja schon 9 Schaden, ne? Well played. Ah, und noch den Fireball. Geil. Well played. Okay. Gut, dann brauchen wir das hier jetzt eigentlich gar nicht. Aber wir machen es trotzdem, weil es ist ja eh gewonnen oder verloren, ist ja gewonnen. Nice. Moves. Bitches. Okay. War immer noch nichts mit Rang 14, aber immerhin Sachen gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe euch schon vorgewarnt, diese Folge wird nicht allzu lang, aber dafür wird die nächste Folge auch nicht allzu lang. Ne, mal gucken, wie lange die wird. Und es ist ja eh noch geplant, dass das Tinker-Turnier hochgeladen wird. Ich hoffe, dass das jetzt dann morgen passiert. Das ist jetzt die Hoffnung im Moment, weil bisher ist ja nicht passiert, ne? Bisher ist es noch nicht gekommen. Das tut mir wahnsinnig leid, aber es ist auch nicht so schlimm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, was ich hier mache, lasst mir doch bitte gerne einen Daumen nach oben da. Erzählt es euren Freunden und euren Cousinen und eurer Oma. Und tobt euch in den Kommentaren aus. Das hilft mir sehr, sehr und ungemein. Bis zur nächsten Folge. Das war euer Fischkopf. Und tschüss.